Voll ausgerüstet wieder. Alles dabei, was man braucht. Alter, was ist das? Das sind das alles so abgesägte Dinger hier. Guck doch mal. Erstmal schrauben wir jetzt hier das hier ab. Zack, fertig. Geil. Tada. Danke, Flo. Bitte. Oh. Geil, oder? Hey und Servus zusammen, willkommen zum heutigen Video, bei dem ich wieder mal mit dem Zerstörer unterwegs war. Allerdings wurde heute weniger als gewohnt kaputt gemacht, einzig mein Selbstvertrauen hat ein wenig gelitten, denn der Flo hat es sich lange gewünscht und heute ist es soweit. Wir gehen zusammen an den Spot und wollen ein bisschen hüpfen. So richtig glatt gegangen ist es nicht, muss ich ganz ehrlicherweise jetzt schon sagen. Ich bin ja eher der auf Single Trails zu Hause ist, Enduro Trails und so weiter und so fort. Diejenigen, die mich kennen, wissen das. Ich bin ganz selten in Bikeparks und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, nachdem ich mit dem Flo da unterwegs war. Ich war safe bestimmt 3-4 Jahre nicht mehr wirklich im Park. Somit auch selten auf Sprüngen unterwegs, vor allen Dingen auf Sprüngen, wie sie hier in Kassel geboten wurden. Aber nicht lang schnacken. Wie gesagt, Flo und ich haben uns getroffen und bevor wir losgerollt sind, hat Flo erstmal auf meinem Bike Platz genommen. Jetzt hast du mal richtige Pedale hier. Schon mal gut, Papa. Weißt du, was ich krass finde, Toffer, dass du die Bremsen so steil nach unten fährst? Ja, weißt du warum? Warum? Weil ich immer so in so steilem Gelände fahre. Ach so. Und dann sind die so richtig mit dem Gelände mit steil. Das ist gut. Ach, guck mal, hier sogar hier orangene Beschriftung, alles hier. Junge. Das ist ein richtiger Feuervogel. Das richtige Pedal. Jetzt hast du auch mal hier nicht diese komischen Amazon-Dinger da dran. Ach, guck mal, Kashima Sattelstütze sogar. Junge. Was ist da los bei dir, Toffer? Was ist da los? Läuft bei dir, ha? Läuft. Läuft, oder? Läuft. Läuft gut. Schön, Kashima. Kashima. Fahrwerk gestern noch mal ein bisschen getuned. Fahrwerk getuned, alles gecheckert. Ich muss noch 38 Mal irgendwelche Klicks machen, aber ansonsten geil. Wird es laufen. Du kannst gleich auch was montieren dann noch mal. Oh ja, da freue ich mich besonders drauf. Ein Ding. Oha, soll ich die jetzt montieren? Die montierst du jetzt. Fachgerecht. Fachgerecht, du weißt ja, wie das funktioniert bei Fitlock. Kein Problem. Okay, also erstmal hier mit manchen. Mechagnetmanismus abmachen. Abmachen das Ding. Und dann brauchen wir hier so ein Ding. Werkzeug, oder was? Habe ich dabei. Ah, schau mal. Voll ausgerüstet wieder. Alles dabei, was man braucht. Alter, was ist das? Das sind das alles so abgesägte Dinger hier. Guck doch mal jetzt. Was ist da los? Was sind das für Teile? Guck doch mal. Hier, das ist das passende Werkzeug für die. Ich habe immer das passende Werkzeug für die Montage dabei, die man vorhat. Ja, das ist echt geil. Siehst du? Also, jetzt montieren wir das Ding da dran. Will ich das, dass du das montierst, frage ich mich jetzt gerade nochmal. Ja. Du hast ja hier Rahmenschutz hat er, ne? Rahmenschutz hat er. Gut. dann können wir uns da jetzt mal dran. Ach Gott, das wird was werden. Hast du überhaupt irgendwie so eine Schere oder sowas dabei? Eine Schere? Ja, um halt diesen Kleber da abzumachen, weißt? Nee, das habe ich immer nicht. So einen Kleber da. Wofür braucht man für einen Kleber Schere? Ja, warte, dann machst du das ab. Das ist nämlich immer hier ziemlich ätzend. Aber hast du gesehen, das ist die Original Pivot Bottle. Habe ich gesehen, ja. Ist passt, crazy. Passt zum Rad. Junge, das dauert schon wieder, hey. Erstmal muss man das hier hinten abmachen. So, und jetzt, was ich jetzt meine, ist, also erstmal ist hier magnetischer Dreck, das sieht man schon mal. Ja, guck mal hier, das Ding hier, mach das mal ab. Ja, mach mal, ich habe ja die Kamera gerade in der Hand. Ach, guck mal, das ist noch nicht so lange drauf, dann geht es ganz gut. Manchmal kleben die so ekelhaft da dran. Ah, das geht ja super gut. Ja, das geht wirklich gut. Ja. Top. Zack, weg. Zack, weg. Brauchen wir keine Schere. Okay, sehr gut. So, und jetzt ist natürlich wichtig, dass man das... Up and down, oder up wie? Up and down, genau. Mhm. Also erstmal schrauben wir jetzt hier das hier ab. Ist gut, dass das so echt ein abgekürzter kleiner... Der ist extra dafür. Ja, das ist echt und, super. Weil man sieht auch hier,
Der hatte hier so eine kleine, siehst du, so einen Rundkopf? Mhm. Rundkopf-Sechskant. Und damit kann man halt... Seitlich. Genau. Also hier rumfuschen sozusagen. Also, du siehst, ich bin schon gut ausgestattet auch, Torwart. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man die Schrauben hier nehmen kann. Ja, wir nehmen die Schrauben. Oder ob man da die Originalen brauchen, aber die gehen wahrscheinlich gut, weil die so flach sind. Ne? Besser ist immer, die Originalen vom Rahmen zu nehmen, würde ich einfach mal aber behaupten. Aber nur, wenn hier das nicht drüber rausguckt, ne? Sonst haftet die Flasche da nicht gut. Ja, macht Sinn. Das ist gut, so. Weil wenn wir dann heute fahren und ich im Appel fahre und so weiter, dann muss ich auch was trinken. Ja, ja, klar. Trinken ist ja auch wichtig, oder? Ja, trinken ist ultra wichtig, aber wir fahren heute, glaube ich, nicht so viel Appel. Ach so. Wir schieben eher so ein bisschen mal. Ach so. Und dabei trinke ich nichts. Dabei kann sauberes trinken. So, guck mal hier. Leute, wir sind an den Spot gefahren. Wir schrauben und es sieht ganz danach aus. Jetzt wird es keine Probleme geben. Heute gibt es keine Probleme. Heute sind wir perfekt ausgerüstet, vorbereitet. Ich habe den hier extra mitgenommen. Hast du eigentlich noch ein bisschen Werkzeug dabei? Oder? Ja, ja, ich habe alles dabei. Wie immer. Ich habe denselben Werkzeug, den Eberbach-Werkzeugkoffer habe ich dabei. Ehrlich? Ja. Soll ich dir mal zeigen, welchen ich dabei habe? Ich habe, ja, kannst du mir gleich zeigen. Ich zeig dir mal, welchen ich dabei habe. Leute, den hole ich mal aus dem Auto kurz raus. So. Ich habe nämlich gedacht, ich nehme heute auch mal was mit. Ja. Wenn du nichts dabei hast, nehme ich hier so einen kleinen von Feedback-Spots. Und guck mal, das habe ich alles dabei. Ah ja, gut, aber die Hälfte davon brauchst du halt auch nicht, ne? Wenn man ehrlich ist. Naja, warten wir es mal ab, der Tag ist noch nicht vorbei. Also meine Frage wäre erstens, wo ist der Steckschlüsselsatz? Ist da schon mal nicht dabei? Steckschlüsselsatz, wofür brauche ich den? Du, für verschiedene Sachen. Das stimmt, verschiedene Sachen ist immer gut. Aber ich habe alles am Start. Ich habe auch unter anderem den hier mit dabei. Was ist das? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Was ist das? Weißt du selber nicht. Nee, genau. Aber er ist auf jeden Fall mit dabei. Ja, das ist so ein Kurbelkontroll-Ding. Hast du jetzt schon montiert, oder was? Junge, also Fitlock ist... jetzt müssen wir nur gucken. Ja, guck mal hier. Position, Augenmaß war direkt richtig. Geil, hey, das hast du gut positioniert. Jetzt machen wir den noch direkt mit 8 Newtonmeter, muss man die immer, damit die halten. Ist das mit Drehmoment, oder ist das ja, Ding? Ja. Zack, fertig. Geil. Tada. Danke, Flo. Bitte. Nach der ganzen Schrauberei, die dieses Mal zum Glück glimpflich ausgegangen ist, hatte ich genug Wasser am Bike und wir waren ready to go, um in Kassel die ersten Trails zu rollen. Kassel selbst, der Spot hat verschiedene Trails, vom Single Trail über den Flow Trail, Jumpline und so weiter und so fort. Bei der Jumpline selbst hat der Flo vorher gemeint, ey, die passt easy für dich für den Wiedereinstieg. Ich weiß, du bist ewig nicht mehr im Park gefahren, ganz lange nicht mehr Sprünge gefahren, die auch wirklich so einen krassen Shape nach oben haben. Aber dafür ist Kassel Optimum. Im Nachhinein muss ich sagen, die waren vielleicht ein bisschen zu groß, die Dinger. Nichtsdestotrotz, ihr seht es alles noch später, aber wir rollten uns erstmal schön entspannt warm auf den Flow Trails. Yeah. Weg den Bananenhandschuhen. Erste Runde, Kassel. Gucken wir mal, heute eher zu Hause auf Floß Trails, also eher ein paar so flowigere Sachen bikeparkmäßig. Da bin ich ja, wenn ich ehrlich bin, eher selten unterwegs, sondern ja vermehrt auf Enduro Lines, Single Trails und so weiter. Von dem her wird das spannend heute. Junge, das ist schon Flowline hier. Ist auch erst die zweite Runde für mich mit dem Firebird. Bin es bisher nur in Eberbach gefahren. That's it. Geil. Not bad, not bad. Oh. That's it. Flowline. Flowline. Raccoon. Raccoon. Jetzt zieh den ganzen Scheiß wieder hoch. Ja, super. Und heute ohne Motor. Ei, ei, ei. Naja. Hilft nichts, Papa. Hilft nichts, da muss man durch.
Nach dem ersten Eingrooven auf der Flowline entschied Flo, dass es eine gute Idee war, jetzt in die Jumpline reinzustarten und das Ganze erstmal entspannt abzurollen und anzuschauen. Wie am Anfang schon erwähnt, war ich sicherlich 3 oder 4 Jahre nicht mehr wirklich im Bikepark unterwegs, vor allen Dingen nicht auf Sprüngen, die so einen Shape haben und dich mit den nötigen Skills in den Himmel schießen können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sind schon 7 bis in die Landung rein. Flo. Ja, habe ich auch die ganze Zeit gemerkt. Der Gegenwind, der macht mir hier zu schaffen. Aber wenn du halt über den rüber kommst, kommst du über den nächsten. Ja, klar, sieh bei der Red Bull Rampage. Du musst nur einmal über das Canyon Gap kommen und dann wird der Rest schon irgendwie funktionieren. Nicht lang schnacken, Leute, jetzt war es an der Zeit, am laufenden Band reinzuscheißen. Nee, überhaupt nicht. Okay, dann nochmal. Ja, wie gesagt, ist sau ungewohnt. Ja, anderes Rad, andere so ein bisschen Trails, Sprünge. Das ist halt einfach anderer Schnack. Das ist gerade so wie für mich, glaube ich, Überbach. Ja, das kann sein. Also so komplett lost. Lost. Damals neues Rad, kannte noch nichts. Gar nichts. Eine Sache muss ich neidlos anerkennen, durch die ganzen Park-Action und die Trips mit dem großen Flo ist unser kleiner Flo, unser Freeride-Flo, echt mittlerweile auf Sprüngen mega gut unterwegs. Also, ich komprimiere ja. Und dann lande ich. Okay, dann also ich bleibe meistens komprimiert. Ja, das ist gut. Okay? Ja, okay, let's go. Also einmal durchkomprimieren. Ah, der ist! Da auch! Das ist der einzige! Du kannst die fahren. Versuch mal einfach meinen Speed hinterher zu fahren, weil du kommst ja. Dir fehlt nur ein bisschen Schwung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber durch mein E-Bike und die ganzen Trips in Regionen, wo einfach nur Single Trails, Enduro Trails, Natur Trails vorhanden sind, ist das Parkfahren ein bisschen zu kurz gekommen. Also ich fühle mich auf Single Trails einfach viel wohler mittlerweile und das Springen, es ist einfach echt ein Prozess. Der Körper muss das irgendwie verinnerlichen, man muss da ein Gefühl für bekommen und irgendwie hat es nicht ganz so geklappt. Auch wenn der Flo mir immer wieder gute Tipps gegeben hat, wie beispielsweise den Finger von der Bremse zu nehmen. Das hat super funktioniert. Ich bremse nicht. Ich bremse nicht. Bisschen? Sollen immer ehrlich sein, oder? Ja. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das Ganze schon wieder passieren konnte, dass wir als Chaos-Duo auf irgendeiner Kuhweide landen und da vollkommen lost den Weg nach oben suchen. Dadurch, dass wir uns aber vor Kassel live und in Farbe lange nicht mehr gesehen und getroffen haben, war es cool, wieder im Uphill ein bisschen miteinander zu quatschen, die Räder zu schieben, sich auszutauschen, zu lachen und so weiter und so fort. Und um ein wenig Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tanken, ging es weg von der Jumpline rein in den Single Trail hier in Kassel. Und der, muss ich sagen, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Topper, jetzt bist du wieder zu Hause. Jetzt bin ich zu Hause. Single Trail Action. Single Trails, Wurzeln, Steine, was gibt's noch? Nix, ich versuche wieder hinterher zu kommen. Steinwurzeln, fahren wir mal eine Runde, oder? Let's go. Aber dann wird's mal Zeit für was zum Trinken. Dann wird's Zeit für was zu trinken. Aber wirklich. Absolut. Rein in den Single Trail. Geht ab. Warte, zeige ich dir. Platten. Nein.
bin in den Zaun reingefahren. Über den Lenker abgestiegen. Oh Scheiße, aber nichts passiert. Nein, ich bin nicht gestürzt, aber warte, ich zeig's dir. Geil, oder? Alter, das ist ja fast wie dein Zirkus-Move. Junge. Krass, wie ist das passiert? Ey, aber was ich. Also der Abstieg ist legendär, Topper. Der sieht geil aus, den hätten wir von hinten aufnehmen müssen. Krass! Okay, weiter geht's. Geil. Voll getankt mit absolutem Selbstvertrauen ging es dann nochmal zurück von dem Single Trail rein in die Jumpline. Und ich muss sagen, das war meine beste Abfahrt oder wahrscheinlich beste Abfahrt. Und es fehlt nur wenige Zentimeter oder auch Meter bis in die Landung. Junge, Junge. Ah. Alter. Ich glaube, viel, viel besser wird es heute nicht mehr, Mann. Aber wird besser, oder? Ja, ist viel besser. Diese Single-Trail-Nummer nochmal mit so bam, 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 so ein bisschen mein Ding. Ja. Ist schon so, dass im Kopf einfach nochmal ein bisschen freier, vom Fahren her einfach freier geworden ist. Die Kräfte waren langsam aufgebraucht, sodass wir uns dafür entschieden haben, die Jumpline links liegen zu lassen und nochmal in den Single-Trail bzw. Flow-Trail zu starten. Leute, wie geht's euch? Wie viel seid ihr wirklich im Park unterwegs? Seid ihr mehr auf Single Trails? Wie fühlt ihr euch dabei? Persönlich muss ich sagen, dadurch, dass ich wirklich auf Single Trails viel fahre, fühle ich mich da auch mega sicher, mega safe. Bin da immer in einem geilen Sweet Spot zwischen irgendwie Geschwindigkeit, geilem Flow. Aber sobald ich auf so maschinengebaute Trails komme, mit ganz vielen Anliegern, Sprüngen und so weiter und so fort, vor allen Dingen Sprüngen mit einem relativ steilen Absprung, da bin ich einfach vollkommen lost und muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, da braucht man einfach ein bisschen, um den Kopf da klar zu bekommen, wie ist der Ablauf, wie funktioniert das Ganze, was muss man überhaupt machen, wie muss man sich bewegen und so weiter und so fort. Also ich glaube, irgendwie ist es einfach eine ganz andere Sache des Radfahrens. Und natürlich, je mehr man im Park unterwegs ist, umso besser ist man dann auch wiederum dort. Dasselbe gilt natürlich auch für Single Trails. Je mehr ihr auf Single Trails unterwegs seid, umso besser wird man da. Cool ist es vielleicht, ab und zu das ein bisschen zu mischen. Habe ich vernachlässigt, muss ich tatsächlich sagen. Aber die Saison ist ja noch jung. Das Jahr ist ja noch lang, hoffentlich, sodass ich mit dem Pivot Firebird und hoffentlich auch mit dem Flo noch das ein oder andere Mal in irgendwelchen Parks unterwegs bin. Und vielleicht starten wir mal auf ein bisschen kürzeren Jumps. Nicht ganz 7 Meter, 6 Meter, sondern vielleicht eher mal so 3, 4 Meter und grooven uns da mal langsam ein und kommen mal gut in die Saison. Jetzt hieß es für uns, nochmal ganz entspannt im Biergarten Platz nehmen und was Kleines, Leckeres zu uns nehmen. Ich weiß, was du willst. Ja. Hier, ich filme ihn gerade wieder. Nochmal. Schmago Fatz. Entweder den Kinderbecher Kunterbund oder den Schmecker-Fatzbecher. Also ich finde, du bist so ein Schmecker-Fatzbecher-Typ. Sag mal her, was gibt's da? Oh. Das tut gerade richtig gut. Ich bin direkt noch so ein Kiwi da drin.